Hallo ihr Lieben, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie wir beide, David und ich, mein Mann und ich, unsere B12-Spritze geben. Hilfe! Eine Spritze! Das ist ja total extrem. Das werden viele erstmal so sagen und ich kann es auch nachvollziehen. Ich hätte das vor 2 Jahren auch noch gedacht. Aber ich bin mittlerweile total anderer Meinung. Und die Gründe dafür findet ihr in diesem Video, das ich euch hier irgendwo verlinke. Da habe ich schon mal so ganz generell über B12-Mangel gesprochen und warum es wirklich ein wichtiges Thema ist und warum es kein Vegan-Problem ist vor allen Dingen. Viele Menschen denken, Veganer sind davon betroffen und das stimmt insofern auch, aber nicht, weil sie vegan sich ernähren, sondern weil so gut, also fast keiner von uns heutzutage genügend B12 durch die Ernährung aufnehmen kann. Und das erkläre ich eben in diesem Video nochmal besonders. Und ich finde es deswegen nicht extrem, weil wir einfach nur mit einer Spritze Dinge ausgleichen, die wir überhaupt nicht mehr natürlicherweise bekommen können. Normalerweise sollten wir es, aber durch die in diesem besagten Video angesprochenen Dinge können wir es gar nicht mehr so richtig. Zum Beispiel ganz kurz angerissen, Vitamin D können wir... Kann unsere Haut zwischen September und April überhaupt nicht zur Genüge produzieren oder generieren, wie auch immer man das sagt, weil die Sonne gar nicht intensiv genug ist. Und wenn wir aber im tropischen Klima leben würden, wäre das schon was ganz anderes, weil da ist die Sonne immer intensiv genug und unser Körper ist einfach insgesamt für ein tropisches Klima eigentlich ausgestattet. Genau, und beim B12 ist es einfach so, dass halt selbst die größten Fleisch- und Milchesser B12-Mangel entwickeln. Ich sag nur David, mein Mann, der war leidenschaftlichster Fleischesser sein Leben lang, wirklich, total. Ist ein Wunder, dass er vegan ist, anderes Thema. Auf jeden Fall, der hat sich, waren es 3 Monate, glaube ich, ja, 5 Monate nachdem er vegan wurde, hat er seinen B12-Spiegel messen lassen und, also testen lassen, und er hat einen totalen Mangel. Also selbst hier in Deutschland, dazu sage ich gleich nochmal kurz was, ja, jetzt, und in diesen 5 Monaten kann ein normal lebender Mensch, der jetzt keine total krasse Krankheit hat oder einen Burnout hatte, nicht so viel B12 auf einmal verlieren. Das geht über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Dr. McDougall sagt sogar, dass es über 30 Jahre dauert, einen ausreichenden B12-Speicher zu leeren. Also, es steht so gut wie fest, dass dieser B12-Mangel auch schon, ja, sein ganzes Leben lang über sich entwickelt hatte oder sogar schon bestand. Und es ist auch so, jetzt gehe ich schon total in die Details ein. Gut, okay, das lasse ich jetzt mal so sein. Den Rest sage ich in dem Video. Ja, und genau, mit dem B12, das ist einfach so, dass wir heutzutage so viele Chemikalien und so einen Waschwahnsinn schon fast entwickelt haben, dass wir eben die ganzen Bakterien, die eigentlich das B12 produzieren, die ganzen Mikroorganismen beseitigen, und dadurch bekommen wir das B12 nicht mehr. Also mit einer Spritze umgehen wir eigentlich auch dieses ganze Problem, dass heutzutage Menschen auch meistens gar nicht mehr B12 aufnehmen können, selbst wenn sie genügend B12 zu sich nehmen, weil einfach der Verdauungstrakt und die Absorptionsapparate, wenn man das so sagen kann, überhaupt nicht mehr effizient arbeiten und das gar nicht mehr absorbieren können. Und dann auch eben Probleme haben mit oraler Einnahme von B12. Deswegen haben wir uns für einen Spritz entschieden. Natürlich ist das nicht natürlich, aber wir finden es um einiges extremer, unter B12-Mangel zu leiden, als eben durch einen Spritz das wieder aufzufüllen. Und das ist eben am effizientesten. Man spart am meisten Geld, weil es eben wirklich alles im Körper ankommt, ohne dass es vom Verdauungstrakt abhängt. Genau. Ja, und jetzt eben noch so das letzte Argument, wollte ich noch kurz anreißen. Die meisten sagen ja, ja, aber durch eine ausgewogene Ernährung würde man B12 bekommen. Das habe ich ja gerade schon mal angerissen, dass es leider heutzutage für die meisten nicht mehr möglich ist. 90%, also ich habe jetzt keine ganz genaue Zahl, aber ganz, ganz viele haben einen B12-Mangel. Und das
wissen sie nur oft nicht, weil sie es gar nicht haben testen lassen, noch nicht. Die meisten nicht. Ist auch nicht in einem großen, normalen Blutbild mit inbegriffen. Also da muss man schon sehr explizit nachfragen, oft auch selber zahlen. Wir nehmen eine Spritze auch nach Rat unserer Ärztin. Wir haben eine veganfreundliche Ärztin uns hier in Frankfurt gesucht. Die hat dann auch gesagt, gerade auch zu David, auf gar keinen Fall jetzt wieder tierische Produkte essen, nur weil sie einen B12-Mangel haben. Das fand ich interessant, weil die hat das Problem schon haarscharf erkannt. Durch Tierprodukte können wir das gar nicht mehr wieder, also können wir das gar nicht, einen richtigen Mangel nicht beheben. Durch Tierprodukte würde man höchstens, mal abgesehen von den ganzen schädlichen Substanzen, die man zu sich nehmen würde, ganz kleine Kommastellen irgendwie verändern können, was den B12-Wert anbelangt. Aber nicht hunderte von Milligramm pro Deziliter. Also, das ist schon krass. Und darauf kommt es nämlich bei den meisten Menschen an. Es ist nämlich auch so, es ist das Allerinteressanteste und Letzte jetzt, dass in Japan zum Beispiel der B12-Mangel vor ein paar Jahren von 200, der Wert für einen B12-Mangel von 200 Milligramm pro Deziliter auf 500 Milligramm pro Deziliter erhöht wurde. Das heißt, man hat es in Japan ab 500, alles was unter 500 Milligramm pro Deziliter ist, einen Mangel. Demzufolge würden so gut wie alle Deutschen oder fast alle Europäer, der größte Teil, in Japan eine B12-Spritze bekommen. Vom Arzt, verordnet bekommen. Wir haben die nicht verordnet bekommen, sie hat uns eigentlich ein orales Präparat empfohlen, aber uns ist das so einfach irgendwie viel effizienter und sinnvoller. Ja, auf jeden Fall ist das halt mal krass, weil also in Japan haben die das so erhöht, weil Studien eben zeigen, dass alles, was unter diesen 500 Milligramm pro Deziliter liegt, eigentlich schon Symptome, also zum Teil auch drastische Symptome hervorruft. Zum Beispiel Red- und Konzentrationsschwierigkeiten, was jetzt keiner als irgendwie Mangel so empfinden würde, sondern einfach als normal dahin nimmt. Aber das ist eben Symptom davon. Das sind einfach so kleine Sachen im Körper, die ja nicht mehr so richtig effizient funktionieren. Und ich muss auch sagen, darunter leide ich. Also ich stottere auch viel rum. Das war auch noch nicht immer so. Ich habe manchmal Wortfindungsstörungen. Manchmal setzt meine Erinnerung aus, dass ich dachte, was wollte ich gerade nochmal sagen? Und das sind so Sachen, ich habe meinen B12-Mangel eben noch nicht ganz erhoben. Ich fange gerade erst an, behoben, ihn zu beheben. Genau, da hätten wir das Symptom. Ja, das mal so am Rande. Genau, also die meisten Menschen wissen das eben nicht. Entweder weil sie es nicht getestet haben oder aber dieser Wert lag in einem Normalbereich. So, und dann denken sie, ja, ist ja alles super, ist ja alles in Ordnung. Ja, Pustekuchen, weil hier in Deutschland, also auf meinem Bluttest hatte ich erst 160 Milligramm pro Deziliter. Wenn ich darunter lag, dann hatte ich erst einen Mangel. Das ist mal krass. Weil das mal 3 und sogar noch mehr als das wäre dann der Mangelgrenzwert von Japan, ja. Und also ich hatte quasi schon einen richtig krassen Mangel, obwohl, also ich war, wie soll ich das sagen, ich war ganz, ganz unten an der Grenze, 185 war ich, glaube ich. David war sogar richtig unter der Grenze, also der hatte einen richtigen Mangel, sogar schon hier in Deutschland. Gar nicht so viel hier rumpalavern. Auf jeden Fall denken die meisten Menschen dann eben, oh, ich habe den normalen Wert. Und denken dann alles Paletti, dabei haben sie schon einen ziemlich krassen Mangel. Und man sollte eigentlich so zwischen 500 bis 900, glaube ich, Milligramm pro Deziliter, das sollte man schon so haben. Das war's dann erstmal.